wenn ich noch abschließend ein paar Worte zur Feuerblume sagen darf. Die Feuerblume ist eigentlich ein russisches Märchenstoff. Und da geht es darum, dass die Feuerblume eine Metapher dafür ist, für diese geheimnisvolle Kraft, die uns in allen Menschen steckt, die uns auch ermöglicht, so Dinge wie eine Fäkung oder ein Kunstwerk wie die Feuerblume zu machen. Das wird dann in den verschiedenen Kulturen, in den verschiedenen Sparten der Religion, wird das Seele genannt. Hegel hat das den Weltgeist genannt, andere Philosophen haben das Esprit und Elan Vital genannt, also da gibt es die bombastischen Namen. Wir haben uns entschlossen, Feuerblume gefällt uns sehr gut, weil Feuerblume, da hat man die Vorstellung, das blüht auf, und in dem Fall geht es auch um die Geschichte dieser Feuerblume. Sie wird geboren, sie hat ihre ersten Schwierigkeiten, sie verliebt sich natürlich in den Falschen und so weiter, da gibt es so wenig zu alles. Und das alles ist natürlich sehr symbolisch, weil es ja ein Ballett ist, also sie hat da keine gesprochene Handlung. Und das Ganze wird dann mit meinen Bildern, die aber wieder ein Experiment sind, des sogenannten Artificial Life, wie niemand das was sagt, sei es halt genannt, also wo am Computer Tierchen simuliert werden, die sich vermehren und sterben und dadurch ganz abgeraubete Muster machen. Und aus diesen generierten Mustern wurden dann die Bilder gemacht, in denen dann die Tänzer drinnen die ganze Show entwickeln. Aber schaut es sich an, ich hoffe, es wird Ihnen gefallen. Einige von uns haben das ja schon gesehen, weil wir ja schon die Weltpremiere hatten. Ich kann Ihnen aber allen sagen, hier wird es wahrscheinlich noch viel besser, wenn wir hier technische Möglichkeiten vorgefunden haben. Und dann danke ich dem Haus Scararia, dass das alles möglich ist. Und jetzt aber noch nicht zu Ende. Wir haben dann noch eine Chill-Out-Phase und draußen gibt es noch ein kleines Feuerwerk für uns und dann ist die Show wirklich zu Ende. Wir wünschen allen, die heute angereist sind und jetzt wieder nach Hause kommen, eine gute Heimfahrt. Wir bedanken uns besonders bei allen Künstlern. Ich glaube, sie waren heute wirklich...